Ja, Leute, nächste Runde. Sandmännchen alias Hiwi oder andersrum ist schon wieder am Feuerplatte aufheizen und wir machen jetzt einen relativ klassischen Burger und dazu gehen wir jetzt erstmal wieder rein. Hapü, ob wir nachher überhaupt noch eine dritte Runde einläuten, das weiß ich noch nicht einmal, weil ja, voll gefressen. Gut, wir machen jetzt einen relativ klassischen Burger. Da hinten habe ich den Ring, damit die Patties wieder ein bisschen größer werden. Buns nehme ich jetzt die Brioche. 4 Stück, also diesmal machen wir bloß 4 Burger. Gewürzt wird alles nur mit Salz, Pfeffer und Paprika. Ein paar Tomaten nachher mit drauf, wieder den guten Käse hier. Ein bisschen an Bacon. Der darf nicht fehlen. Und ja, ich täte mal jetzt ganz pauschal vorschlagen. Wir fangen jetzt einmal an mit der Soße und dazu häcksle ich mir erst einmal ein paar Gurken klein und die kommen dann da rein. Oh Mann, sind das Mini-Teile. Also das mache ich jetzt und danach sehen wir uns ja gleich wieder. So, die Gurken neu geschnippelt, jetzt natürlich noch ein bisschen Gurkenwässerchen neu. Das macht das Geschmackserlebnis aus hinterher. Dann schnappen wir uns mal an Senf. Also ich habe das schon mal in einem Video gemacht und dazu richtige Mengenangaben neu geschrieben. Aber ich persönlich bevorzuge meistens das freie Hand. Na komm raus. Ja, ich kämpfe mich mal mit der Mayo ab und dann sehen wir uns wieder. Tja, gibt der Mayo keine Chance. Dann ungefähr selbe Menge Ketchup wie Mayo. Freie Schnauze gemessen. Dann brauche ich bloß noch Salz und Pfeffer. Das ist gerade bei meinem Schatz drüben, weil die bereitet schon das Hackfleisch vor. Kann ich das mal haben, bitte? Etwas Salz. Etwas Pfeffer. Ein bisschen viel Gurkenwasser heute. Ganz matschig, ganz flüssig. Ja, aber das macht gar nichts. Wie viele Boller brauchst du? 4 Stück bitte abgewogen. In der ganzen Masse? Ja. Dann machen wir 4 Mörderkugeln. Sollen ja auch große Patties werden. Und wie gehabt, ich stelle das Zeug wieder in die Kühlung, bis wir ja, bis wir es brauchen. So Freunde, 200 Gramm, 196 Gramm, 174, 174 Gramm, fertig gewürzt mit Salz, Pfeffer und Paprika. Dieses Mal hat Schatzi gewürzt und ja, wenn sie verwürzt sind, bin ich nicht dran schuld. Gut, dann mache ich das dieses Mal ein klein bisschen anders. Und zwar lege ich mir das Backpapier gleich unten drunter. Schaklatsch. Und ja, form mir dann hier drin meine Patties raus.
dann brauche ich sie nämlich hier nicht mehr runterpopeln vom Brett und habe sie schon komplett fertig. Tja, jetzt wird es echt mal Zeit, dass irgendjemand so eine Mega-Monster-Presse rausbringt. Fausten à la Johnny-Style. Aua, am Rand drauf gehauen. Schaplott. Fertig wäre unser erstes. Und das mache ich jetzt noch mit den drei anderen, dass wir vier Stück haben. Ja, und dann geht es auch schon wieder weiter. Wie üblich halt. Tada! Zwischengelagert in der Schüssel. Gehen die jetzt auch noch mal kurz in die Kühlung. Und dann schneide ich noch die Zwiebeln und die Tomaten. Ja, und dann geht es eigentlich schon wieder draußen weiter. So Leute, somit wäre das kleine Paket fertig. Was wir mit rausnehmen, ich habe jetzt noch ein Päckchen Bacon dazu. Viel Bacon hilft viel und Baconsaft gibt der Manneskraft. Ja, zwei Päckchen Burger Cheese, je vier Scheiben, passt. Sind ja vier Buns. Die Tomaten habe ich zwei Stück geschnitten. Die Zwiebeln aus Gründen von ich heul mir einen kaputt oder heul mir einen ab. Ja, scheiß Zwiebel schneiden. Lasse ich jetzt den Deckel drauf. Meine Jack-Soße, die kommt am Schluss noch ein kleiner Schuss oben drauf. Und ja, die andere Soße und die Hackfleisch, die Patties. Mann. Nehmen wir dann eben nachher dann auch mit raus. Gut. Das wäre alles, was wir benötigen. Leute, wir sehen uns wieder draußen. So Leute, hergerichtet habe ich hier alles. Kamera steht immer noch auf dem Stativ und ja, da der Hiwi alias Sandmännchen ja gefragt hat vorher, was kann er helfen, und auch der Jens alias Bambi Plattfuß gefragt hat, was kann ich helfen. Ihr dürft jetzt. Ich bin ein Katz. Ja. Wer will was? Hiwi nimmt einen Bacon. Jens, du warst zu langsam. Ja. Bitte schön. Überraschungspaket, was krieg ich? Oh, ich krieg die Zwiebeln. Schön anbrutzeln. Dankeschön. Ihr habt noch ein Öl. Jetzt gucken wir mal, ob die das auch können. Traudel, alte Hütte. Almi. Hiwi einfach draufwuchten und nachher auseinanderwurschteln. Einfach anbrutzeln. Dann hauen wir es mal einfach drauf. Und jetzt meine Kamera. Ja, wird ausgeschaltet. Guck mal bitte oben auf den großen roten Knopf. Oben drauf einmal drücken. Und ist das der Akku leer? Muss ich mir den Akku holen? Ja, sieht aus wie Akku leer. Weiß klar. Der ist so, wie man sie braucht, gell? Immer. Ja. Das war ganz einfach. Lange am Zeit. Einfach mal drauf und anbrutzeln. Die gehen dann schon von alleine auseinander. Aber frühzeitig umdrehen, bevor es verbrennt, verheizt. Schau her, und wenn es hier jetzt einfach noch. Warte, geh weg. Mal ein bisschen noch zusätzlich Öl mit drauf tun, geht es viel leichter. Und bei dir die Zwiebeln, warte mal, ich will mal die Zwiebeln noch ein bisschen. Tja, die haben einmal zu viel geschrieben, was kann ich helfen? Falsch, vor, sag ich noch, das Beste ist heute, ich werde gekocht. Und was ist? Ja, so ist es bei GMS sozusagen, man macht alles gemeinsam, man hilft sich gegenseitig. Wie so eine Spachtel oder so. Ja Leute, dann lassen wir die zwei jetzt einmal hier schön alles anschmorgeln.
Und nachher nehmen wir es dann wieder runter und dann kommen die Patties und die Buns drauf und die Tomaten. Der Bacon ist ungefähr so, wie man haben wollen. Hiwi, du brauchst da jetzt dicht hin lang. Und die Zwiebeln sind auch gleich so weit. Und Hiwi, da darfst du her lang. Jetzt darfst du noch die Tomaten kurz anschmoren. Schmuckeln. Jo, und danach kommen dann die Patties und die Buns drauf. Okay. Hast du deine Arbeit erledigt? Natürlich. Zeig uns das doch mal. Also neben den tollen Bacon vom Hiwi habe ich natürlich diese tollen Zwiebeln gemacht. Ja? Wunderbar. Und gleich kommen noch die tollen Möhren, hätte ich jetzt was gesagt. Tomaten. Tja, wie gesagt, Teamwork. Dann würde ich mal sagen, mache ich mich jetzt gleich an den Patties zu schaffen. Wenn Leute mit der Hand in der Hosentasche rumstehen, das kann ich gar nicht sehen. Also die kannst du jetzt nehmen und kannst die so richtig schön drauf klatschen. Aber so, dass sie auf der Platte liegen bleiben und nicht wieder runterkommen. Hier war es gerade im Rauch stehen. Bäm! Dankeschön, Hiwi. Hiwi, steck doch mal schnell die Hände in der Hosentasche. Ich geh mal erst mal Holz machen nochmal. Nö, das reicht schon, das reicht schon. Okay. Also du kannst dir jetzt ruhig mal die Hände in die Hosentasche stecken. Ich kann es nicht sehen. Bitteschön, Dankeschön. Der macht schon wieder sein eigenes Video. Hier ist er nämlich und wie ihr sehen könnt, gibt es heute richtig, richtig geile, dicke, schöne Burger von der Burger Party. Die sind so groß wie meine Hand. Hiwi, Kontrollski, wichtigste Instrumentski. Wenn sie fertig sind, hier habe ich noch eine zweite Schale, dann da kannst du auch drauflegen. So, Jens, wann weißt du, dass du die Burger umdrehst? Sobald es durchgängig Rand in schön und grau ist. Okay. Dann würde ich sie drehen. Gut. Oh, Hiwi, das hast du schon mal besser gemacht mit dem Feuer. Ja, aber ich darf ja nichts nachholen. Wir waren damals am Stausee dabei. Warstest du? Nee, ich glaube nicht. Wie wollt ihr Mannes? Ein bisschen können sie noch. Ja, da fehlt eindeutig die Hitze, die ist viel zu kalt. Ja. Ich hole noch mal etwas kleiner, dass das ein bisschen anfunzelt. Ja. Geh halt mal aus dem Rauch raus. Ich bereite nebenbei schon mal den Käse vor. Leute, ihr seht, man kann mit einer Feuerplatte auch räuchern. Ich bin unschuldig. Hiwi war's. Der Hiwi war's. Hiwi ist schuld. Hiwi will das Feuer ausgeben. Schön auch noch. Ja. Als Kuss. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Soll ich noch fressen mit euch? Geht's wieder? Womit habe ich das heute verdient? Also, das habe ich schon gesehen. Hiwi braucht noch ein bisschen Feuerplatten. Feuertraining. Mhm. Das ist da, wo hier das Feuer kommt, das ist hier so langsam. Machen wir es jetzt wieder kaputt. Und das letzte. Ja. Also da die Oberseite jetzt ja recht glatt ist, tun wir die ganz einfach tarnen. Hiwi, gleich den anderen Käse bitte. Mit jeweils zwei Scheiben Käse.
sobald die durch sind, können wir die Burger zusammenbauen. Beziehungsweise, solange die jetzt noch die Patties fertig brutzeln, werde ich die da drüben jetzt am Tisch ein bisschen nach drüben schieben und da bauen wir gleich oder fangen wir an, die Burger zusammenzubauen. So Leute, dann können wir eigentlich jetzt auch anfangen mit dem Zusammenbau. Oh, ein Teller zu viel. Ein Teller zu viel. Aber den brauchen wir nachher noch, weil wir teilen uns ja Burger. Unten schön die klassische Burgersoße. Auch wenn diese Burger nicht zu mächtig und dick werden, würde ich empfehlen aufgrund der Soße, weil das Bann unten dann ziemlich weich wird, auch wieder mit dem Messer und Gabel zu mampfen. Eigentlich hätten wir ja jetzt noch einen Salat unten reintun können, aber den habe ich schlicht und ergreifend vergessen vorher und deswegen lassen wir den jetzt auch weg. So, von der Burger-Soße. Aber dafür haben wir ja unsere Tomaten als Ersatz. Ich tue jetzt überall schön Tomate unten rein. Ja, Hiwi, was bringst du mir da? Die Patties. Ja, wunderbar. Wo sind meine Spieße? Da, das seht ihr hier. Vier Stück bitte. Oder auch mehr. Draußen, danke schön. Jawohl, und oben drüber kommt jetzt noch ein Kleckt von der Jackie-Soße. Auf meinen bitte keine. Auf deinen keine? Warum nicht? Gehört dazu. Komm Schatz, ein Klecks gehört dazu, da ist der Knobi drin. Stopp, stopp! So. Ja, Schatz, hat die Soße nicht ganz so lecker geschmeckt wie den anderen. Daher kriegt sie den hier. Bitteschön. So. Fertig. Nächste Runde Burger mampfen. Ich brauche einen Spieß. Ja, ja. Oh, da haben wir gleich unseren Anschnitt. Und kannst du gleich halbieren. Und so sehen die Burger innen aus. Na, das hat doch was. Geil. Tja, Leute, aus Grund von Solidarität mit dem Fahrradfahrenden, Besuch. Habe ich jetzt auch bloß einen halben, aber ganz ehrlich, mir reicht der halbe vollkommen und gucken wir mal, ob es noch eine dritte Runde gibt. Ich meine, wenn ich jetzt sage hier, die dritte Runde ist geplant mit Lauch und Paprika und Gemüse, schauen wir mal, ob die den dann überhaupt noch wollen. Mhm. Aber ich esse jetzt und nachher gibt es dann ein Fazit, beziehungsweise ich probiere mir hier gerade mal eine Ecke ab, schnapp mir eine Gabel. Und schieben wir das in den Hals rein. Das war
Ich finde den Burger echt geil. Und zum Fazit holen wir uns die Traudel wieder vor die Cam. Mhm. Ja Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Traudel darf gleich zu mir kommen. Die hockt noch da hinten so faul auf der Bank rum. Ja, natürlich. Ja, Fazit von mir. Hervorragend stimmige Burger. Du hast ja bloß einen probiert. Oh je, ja, also der Burger, mein Radausflug, der hat sich mega gelohnt, ja. Der Burger, der war echt der Burner. Und vor allem die Gurkensoße, also die werde ich mir von zu Hause auch machen, ja. Und ich werde in Zukunft öfters mal mit meinem Highbike eine kleine Tour machen und schauen, was du mir auf den Grill schmeißt, ja. Gar kein Thema. Echt? Ja, dann werden wir sie ja öfter sehen. Leute, was sagt ihr? Machen wir noch eine dritte Runde heute oder lassen wir es gut sein? Mir ist egal, hier ist alles. Also Bambi hat Hunger, das Video wird noch weitergehen. Eine Runde machen wir dann noch. Wir haben es allerdings jetzt schon gleich 8:30. Leck mich am Ärmel, wird Zeit den Wiepen anzuschmeißen, damit der Bambi noch was zu tun hat. So sieht jetzt die Nummer 3 von innen aus.